Evet, her zamanki gibi, evet, Frank'la birlikteyiz. Nereden geliyor, amacı nedir? Hemen bakalım, konuşalım. Yanımızda da Tahsin Sanavacılık sahibi Tahsin Bey var. Tahsin, merhaba, hoş geldin sen merhaba, de. Merhaba. Evet, Frank, willkommen. Hallo. Hallo. Wo kommen Sie? Ich komme aus Deutschland, aus Dresden. Dresden'den geliyorum diyor, Almanya'dan. Amacı nedir? Nereden çıkmış, kaç kilometre gelmiş? Wann hast du angefangen mit diesem Fahrradsache und was ist dein Ziel? Ja, ich bin letztes Jahr im August, am 30. August in Dresden gestartet, vor der Frauenkirche Dresden. Und mein Ziel ist der Friedenspark in Hiroshima, Japan. 30 Ağustos, geçen sene 30 Ağustos'ta başladım. Amacım da Hiroşima'daki Barış Parkı'na varmak. Peki, bisikletle mi gidiyor? Wirst du immer mit dem Fahrrad? Ja, also ich fahre die ganze Strecke mit dem Fahrrad. Hepsini bisikletle yapacağım diyor. Bisiklet yapacak. Peki şu an nereden gelmiş, nereye gidiyor şu an? Seit wie lange bist du unterwegs jetzt? Ja, ich bin jetzt 16 Monate unterwegs. 16 aydır. Vom 30. August letztes Jahr, vorletztes Jahr, wir haben ja schon 2022. Also 30. August 2020 bin ich in Hiroshima, in Dresden gestartet und ja, 16 Monate bin ich unterwegs. 2020 Ağustos'unda başladım. 16 aydır yollardayım. Seit wie lange bist du in der Türkei? Ich bin seit dem 4. Oktober in der Türkei. Ekim'den beri de Türkiye'deyim diyor. Peki parayı desteği nereden kaynaklanıyor? Wie machst du mit deinem Gewinn, mit deinem Geld Sache? Wie löst du das? Ja, dazu muss ich ein bisschen ausholen. Ich habe keine Geld, tut mir leid. Ich muss ein bisschen ausholen. Ich bin ja Frührentner. Ben erken emekli oldum diyor. Also ich hatte zwei schwere Autounfälle vor über 20 Jahren. İki tane ağır araba kazası geçirdim. Und das heißt, ich bekomme eine Rente wegen çalışamadığım için de devlet bana diyor. Voller Erwerbsunfähigkeit aus Deutschland. Nerede zorluk yaşadın? Nerede çekti? Was waren deine Schwierigkeiten bei diesem? Welchem Land hattest du Schwierigkeiten zum Beispiel bis jetzt? Ja, richtige Schwierigkeiten hatte ich eigentlich gar nicht. Zorluğum olmadı diyor şimdi. Ja, natürlich jetzt mit Corona ist ein Problem allgemein. Also die Schwierigkeit sind die Grenzüberschreitungen. Aber in den einzelnen Ländern hatte ich keine Schwierigkeiten. Ülkelerde bir şeyim olmadı diyor. Yoldan geçerken trafik problemi şey oldu. Ich habe so viele liebe Menschen kennengelernt. Çok iyi insanlar tanıdım und diyor. So viel Hilfe bekommen. Yani ich hatte halt, yardımlar dokundu diyor. Ich hatte halt wirklich nur Schwierigkeiten wegen Corona. Aber Corona das habe ich biraz zorladı diyor. Corona. Bis jetzt auch hingekriegt. Und ich möchte ganz klar sagen, ich bin immer noch komplett ungeimpft natürlich. Und ich habe noch nie einen Test gemacht. Und bin jetzt im 10. Land meiner Reise. Çok güzel. Aşı olmadım diyor. Aşı karşıtı mı? Evet. Test de olmadım diyor ve benim yanımda oturuyor şu anda. Test de olmamış. Test olmamış. Çok güzel. Ama kalabalık ortam herhalde girmedi. Ama du gehst nicht, wo die viele Leute sind oder im achtest du darauf mit dem? Nein. Nein, also keselim istersen. Ja, ich achte da natürlich drauf, aber ich hatte ja außer den Grenzen noch nie Probleme. Ama sınırda hiçbir sorun yaşamadım bununla ilgili diyor. Harika. Bu dün akşam nerede kaldı? Wo warst du gestern Abend? Wo warst du übernachtet? Wo hast du übernachtet? Ja, zurzeit bin ich ja jetzt hier in Ayvalık, also in der Nähe von Ayvalık, bei einer Bekannten. Bir tanıdığım var Ayvalık'ta diyor. Ja, und da bin ich jetzt seit 18. Dezember und ich bleibe noch 18 Aralık'tan beri oradayım. Ja, ein paar Tage und dann fahre ich weiter. Also, und gestern, als wir uns kennengelernt haben, bin ich halt nur mal so hier herumgefahren. Ich habe eine Tagestour in der Umgebung von Ayvalık gemacht. Ayvalık'ı gezdim diyor. Ayvalık'ı sevmiş. Ayvalık'ı gezdim diyor. Wann wirst du jetzt wieder anfangen zu fahren? Ja, ich denke mal 2-3 Tage. Oder je nachdem, was das Wetter, wie das Wetter mitspielt, also maximal eine Woche und dann fahre ich weiter. Wohin fährst du jetzt von hier? Das erste Ziel von hier nach wo? Das nächste Ziel ist Izmir. Izmir.
und dann fahre ich weiter, das sind 100 Kilometer, und dann fahre ich weiter in Richtung Antalya, und mein nächstes großes Ziel ist Antalya. İzmir oradan Antalya'ya geçecekmiş. Da möchte ich dann Mitte März sein und ja, ich treffe mich dann mit Freunden aus Deutschland und fahre von da aus dann im April weiter in Richtung Ankara. Başka arkadaşlarla Ankara'ya doğru geçeceğim diyor. Ja, ich fahre jetzt die Küste lang bis Antalya, das sind 600 Kilometer. Senin şeyin ne dedim, hedefin ne bu sene için? Was war dein Ziel für dieses Jahr noch? Mein Ziel für dieses Jahr war Istanbul. Nein, für die Ende, du hast mir Karachi. Für letztes Jahr. Ja. Ich verwechsel das immer, wir sind ja schon beim neuen Jahr. Also mein Ziel für 2021 war Istanbul. Und mein Ziel für dieses Jahr, für 2022, ist Karachi in diyor. Pakistan. Karachi diyor, Pakistan'da olmak istiyorum diyor. Bu sene sonuna kadar oraya varmak istiyorum diyor. O zaman her gittiği ülkeye bayrak yolculuğu. Machst du von jedem Land, ja, genau, richtig. Evet. Ich mache von jedem Land, in dem ich war, die Flagge. Also ich bin jetzt im 10. Land und habe 10 Flaggen. Diyor şu anda, diyor. An meinem Fahrrad. Ja, und bis nach Karachi. Von hier aus sind das ziemlich genau 6000 Kilometer. 6000 Kilometer Karachi'ye buradan diyor. Mal gucken, ob ich das schaffe. Bakalım, yapabilecek miyim, tabii diyor. Und ja, ist natürlich auch eine Frage. Nein. Korkmuyorum diyor. Mit der Kälte und so? Nein, also ich hatte schon so viele Probleme mit Kälte und Unwetter und Starkregen und Gewitter und alles. Hitze, 40 Grad und Schnee. Frank, vielen Dank, danke. Wir sind schon durch.